Hallihallo und willkommen zurück zu Bannerlord. So, jetzt lasst uns gucken. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen die Arenen abgegrast und ich habe mir ein bisschen auf die Nase bekommen. Wie gehabt, habe ich mir natürlich brav eure Kommentare durchgelesen, ja. Also, wir machen heute mal ein bisschen die Schadensanzeigen an. Also Verlust und den ganzen Kram. Ja, den möchte ich heute mal ein bisschen anmachen und dann entscheiden wir zusammen nach ein, zwei Folgen, ob wir das anlassen oder ausmachen. So, als nächstes hatte ich ja gefragt gehabt, wie ihr damit umgeht, wenn auf der Karte Kleinstgruppen sind. Ob ihr die bekämpft oder nicht. Also da wart ihr euch ziemlich einig, das tut ihr tatsächlich und zwar immer manuell. Und das immer manuell kann ich sogar nachvollziehen. Weil ganz ehrlich, dieser Auto-Resolve ist schon ziemlicher Dreck, ne? Du giltst als Reiter? Okay. Stay close. Wer ist denn das? Sinona, die Wanderin? Okay. Uff. Wieso zählt die denn als Reiterin? Eieieiei. Naja, das ist jetzt unangenehm. Sag ich, wie es ist. Müssen wir dann gleich mal gucken, ob die... Hä, hat die noch ein Pferd? Warum geht die denn als Reiterin? Die soll Infanterie sein. Na gut, das gucken wir uns nach dem Kampf an. So, jetzt lass mal gucken. Es sind hauptsächlich Gebirgsbanditen. Nee, Waldbogen. Heinis. Ah, okay, ja dann. Dann einfach rein, weil... Oh, ich liebe es ja in Banditenruns. Die Typen, da freust du dich immer. Weil das bedeutet, dass du relativ gut an Pianz später kommst. Im Übrigen könnte es sein, dass nach diesem ehrenhaften Run im Namen der flanianischen Ritter ein reiner Banditenrun kommt. Das wäre dann ein gemotteter Run. Aber lasst euch überraschen, da ist ein bisschen was geplant. Aber pst, habt ihr nicht gehört, ja? So, natürlich win. Und 8 Beförderungen. Geil. Oh, und die... Oh, das ist der erste Sergeant. Oh, Leute, wir haben den ersten Sergeant. Ach nein, Feldwebel. Sorry, mein Fail. So, lass mal gucken. Wir haben hier neue Schützen. Wir haben hier einen neuen Rekruten, ja. Okay, wir können leider nur noch einen einzigen in die Armee aufnehmen. Ist ein bisschen wenig. Das sollten wir eigentlich wirklich bald mal schauen, ob wir nicht vielleicht... Ja, ob es nicht Zeit ist zum Heiraten, wa? Nee, noch nicht. Unser Kleiner, der ist ganz auf seine Pflicht bestimmt, oder? Heirat oder nicht Heirat? Wir haben einen Fertigkeitspunkt in Führung erhalten. Ja, gut, warum nicht? So, lass uns jetzt mal ein bisschen weiterschauen. Haben wir, was für Ausrüstung haben wir nochmal? Ja, für mich liegt jetzt wieder ein bisschen Zeit dazwischen. Wir haben genau, der ist gar nicht so verkehrt. Den Speer kann ich sogar abstützen. Okay, wir bräuchten mal auf jeden Fall ein besseres Schild, bessere Ausrüstung an und für sich sowieso. Da hatten wir ja gesagt, dass wir hauptsächlich probieren über die Arenen, ne? Und dadurch, dass wir eh unseren Rang erstmal steigern müssen, wollen, tun, können, würde ich ganz klar sagen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter Arena machen. So, die Troller war eine Speerin. Interessant. Ah, da, wir brauchen einen Arzt. Lol. Ja, Kara, damit herzlich willkommen in der Truppe. Hey. Ja, wir sparen uns die Höflichkeiten. Hier nimm das Geld, Kara. Schön, dass du dabei bist. Okay, das war jetzt, fand ich gut. So, warte mal, dann können wir ihr wenigstens so ein bisschen 0815-Kram geben. Ist jetzt nicht, ja, natürlich nicht ideal, aber, ne? Medizin ist sie natürlich gut, Einhand ist sie gut. Ja, und Wurfwaffen halt, ne? Okay, dann würde ich sagen, lass uns jetzt gleich mal nach ein bisschen Schilde oder sowas schauen. Wie viel Geld habe ich denn? 2000. Ja, meine Gute, ich bin ehrlich, da können wir uns keine großen Sprünge leisten, ja. Es tut mir ja leid, aber das muss jetzt reichen. So, kriegt sie 2 billige Wurfsperre. Und ich glaube, ganz ehrlich, die ist gar nicht so schlecht ausge... Die hat einen besseren Gampenson als ich. Nein, sie darf den behalten. Wie ich direkt mit dem Gedankenspiel, sie nackig zu machen. So, Tavernenbezirk, da waren wir gerade drinne. Wir haben alles verkauft. Okay, weiter geht's. Ja, Daumen drücken, dass wir... Ihr seid lecker. Warte mal, stopp. Erst... Ah, vergesse ich gerne mal. Wundarzt, da ist sie. Was hat sie denn so? Jetzt lass uns mal ihre Skills anschauen. Kara, du kommst erstmal hoch. So, meine gute Kara. Was hast du, was kannst du, warum bist du? Was kannst du eigentlich? Nee, wait, ich bin im komplett falschen Bildschirm. Hier wollte ich rein.
So, Kara, jetzt schieß los. Also, du hast Vorsorgemedizin, bedeutet, es ist zweimal persönlich. Ja gut, aber damit ist sie für die Schildfront gut geeignet. Guck mal, 5 Trefferpunkte und eine schnelle Regeneration von Leben nach jeder Schlacht. Ich setze die Heiler ungern in die Schildfront, aber wenn es sich so anbietet, machen wir das. Leider nichts für die Truppe, ärgert mich ein bisschen. So, was hast du hier? Danach kommt das Triagezelt. Plus 30% Heilungsrate, wenn ihr euch auf der Kampagnenkarte nicht bewegt. Okay, das heißt, wenn wir richtig heftig verletzt sind, bleiben wir mal kurz stehen. Dann heilen wir 30% schneller. Wäre mir tatsächlich das lieber gewesen, dieser Perk, ne, ganz ehrlich, weil, weiß ich nicht, ne, Heilungsrate erhöht und noch ein bisschen persönlich wäre schon toll gewesen. Aber gut, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht ideal, was sie hat, aber es ist okay. So, komm mal her, mein Guter. Jetzt probieren wir mal wieder einen Autofight. Ah, guck mal, keinen verloren, das ist schön. Es ist immer so bitter, ne? Das ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Und das ist immer so bitter, wenn du an sowas dann Leute verlierst. Da kannst du, also ich könnte da jedes Mal losheulen. So, du kriegst jetzt erstmal die. Warte mal, das könnte sogar besser sein als mein. Nee, wait, das bin ich gar nicht. Ich wollte schon sagen, seit wann habe ich Brüste bekommen? Also ja, nee, eigentlich jetzt nicht. So, pass mal auf. Aber wir rüsten als erstes jetzt natürlich dann die Heilerin aus, würde ich sagen. Ja. Die wird definitiv die Priorität erhalten in der Ausrüstung. Gut, hier gönn dir... Nein, hab ich... Oh, ich habe jetzt den Loot liegen lassen, oder? Egal, war gewollt. So, und hier ist eine Arena. Ach ja, je. Ja, mit Arenen haben wir ja nur gute Erfahrungen gemacht in letzter Zeit, wa? Hier gibt's so einen Bären... Wow. Das sieht toll aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Soll ich das Geld... Oh, das habe ich gar nicht. 3000 kostet dieses Bärenfell. Eieieiei. Ja, das ist ein bisschen viel zu viel. Was haben wir noch? Wir haben so ein kleines Bärenfell. Sieht halt auch schön aus, ne? Und ich finde, das passt eigentlich auch gut zu der Thematik mit dem Ritter, weil wir sind halt gerade im Ausland, ne? Naja gut, aber erstmal Arena. Lass uns mal bis zum Morgen warten. Ich mag Arenen in der Nacht nicht so. Also ihr könnt ja nicht in der Nacht in die Arena gehen, aber ihr könnt am frühen Abend in die Arena gehen und dann ist es so halber dunkel. Ich finde das nicht schön. So, Turnier beitreten. Wir bekommen ein Miliz-Pernach. Klingt nach einer Waffe, oder? Was ist ein Pernach? Ist ein Knüppel. Ich glaube, Leute, den werden wir tatsächlich behalten. Oh, zwei Handschwert. Erstmal gewinnen. Oh, ich liebe zwei Handschwerter. Lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, und das war der erste Streich. Ja, nee, also Knüppel finde ich unfassbar genial. Knüppel oder Einhand-Äxte für Belagerungsschlachten. Ist das Schild und dann ein Knüppel oder ein Einhand, Einhandknüppel oder Einhand-Axt, weil die relativ kurz sind. Und wenn du mit Schwert-Schild oder wenn du mit Einhand-Schild in die Schlacht willst, in die Belagerungsschlacht, würde ich halt grundsätzlich immer eher empfehlen. Wow! Leute, ich habe euch so ein bisschen die... Fuck. Ja, ich war der Tank. Ist okay. Finde ich kurze Einhandwaffen halt viel, viel besser. Da bleibt man nicht so schnell hängen mit den Wänden, ne? Oh Gott, zwei Äxte. Das kann richtig nice werden oder richtig... Ich komm nicht ran. Ja! Er hat den ganzen Job gemacht. Sehr schön. So, und damit schon die letzte Schlacht. Geil. Ja, Zweihandschwerter. Da bin ich mir immer relativ... Also, damit fühle ich mich wohl. Damit fühle ich mich relativ sicher. Das sag ich doch. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Aber interessant, guckt mal. Stumpfer Schaden. Stumpfer Schaden. Das heißt, dieses Zweihandschwert macht stumpfen Schaden. Krass. So. Oh, und guck mal, das Ding bringt sogar ein bisschen Kohle, ne? Aber wir heben uns das natürlich auf, weil es ist halt echt nicht schlecht. Schwungschaden 54 stumpf, 101 in Waffenspeed, das ist richtig Hammer.
Ich meine, guckt euch das mal an. Hier ist bei dem Schwert, und die sind auch relativ schnell, 92. Das hat einfach mal 10 mehr. Handhabung ist richtig gut, 107. Also sehr, sehr, sehr lecker. Aber es ist, sind wir ehrlich, es ist trotzdem nicht unbedingt das, was wir wollen, ne? Also wir suchen ja eher derzeit Rüstungen. Was suchen wir noch? Wir suchen Rüstungen, wir suchen Pferde. Wir suchen, ja, vielleicht doch auch Waffen. Also so Schilde oder so. Wer jetzt erst in der Folge im Prinzip dazugekommen ist, wir haben gesagt, dass wir uns erstmal versuchen, über die Arenen auszurüsten. Mal gucken, wie gut das geht. Ne? Mal gucken. Hier ist die nächste Arena. Und mittlerweile fangen wir ja echt gut an zu gewinnen, also alles gut. So, leider wieder kein Wanderer drinne, das ist schon mal schade. So, Arena, beitreten. Miliz per nach. Schon wieder? Okay. Naja, gut. Ja, da können wir gleich mal... Oh, nee, nicht mit dem Speer. Oh Gott, ich hasse es, mit dem Speer zu kämpfen. Oh, finde ich so mit die beschissenste Waffe in der Arena. Naja, also wenn wir gegen den Reiter ran müssen, jetzt nicht. Aber 1 gegen 1 mit Speer finde ich immer ärgerlich. Weil ich kämpfe halt viel mit Schildschlag. Und mit dem Speer musst du, wie ihr seht, musst du immer... Ja, du gehst immer einen Schritt zurück nach dem Schlag. Sofort blocken. Dass du versuchst, so viel wie möglich Geschwindigkeit rauszuholen. Ah, ihr wisst ja, Geschwindigkeit ist gleich Schaden. Gott. Ah. Okay, wir brauchen es auf jeden Fall in den Kopf. Das ist eines dieser seltenen Beispiele, wo wir sehen, dass wir den Kopf nicht versuchen brauchen, ne? Machen wir deutlich weniger Schaden. Hupp. So, sollen wir... Ach komm, wir nehmen es mit. Better safe than sorry. Komm, Vorim, jetzt hau den Briganten aus dem Leben. Muss ich da echt ran? Ach, Vorim. Vorim, Vorim, Vorim. Was soll denn das? Ja, lass da mal den Papa ran. Sag ich doch, lass mal den Papa ran. Ach, ich glaube, ich weiß, woran das liegt mit dem stumpfen Schaden, weil der Speer hat auch stumpfen jetzt gemacht. Weil wir in der Arena sind, da wird sämtlicher Schaden einfach in stumpf übersetzt. Oh, 1 gegen 1 gegen Vorim. Naja, so wenn er genauso schlecht ist wie gerade eben. Oh Gott, Wurfäxte. Vielleicht treffe ich was. Na, warte mal. Lassen ihn erstmal sein Pulver verschießen. Und Feuer. Mist. Ja. 30 Schaden machen die Dinger, ne? Lecker. Was? Wie der einfach vorbeiging. Ja, und ich glaube, meine These stimmt auf jeden Fall, weil guck mal, auch die Äxte machen angeblich stumpfen Schaden. Also, ja, die These stimmt auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir gegen Osven ran. Ah, wieder Wurfwaffen, finde ich cool. Können wir ein bisschen mit Wurfwaffen üben, finde ich gut. Oh, der war schön. Der war auch schön. Wieso hast du noch eine? Hä? Hatte der 4? Ja, könnt ihr gleich mir mal sagen. Hatte der 4 gerade? Ah, nee, ich glaube, ich habe ihn unterbrochen und dadurch konnte er die eine Axt nicht wirklich werfen. Oh Gott, Junge, es tut mir halt schon leid. So, Alva, du und ich... der hat eine fette Zweihand auf dem Rücken. Ich liebe Zweihandwaffen in dem Spiel. Aber ich finde halt einfach, passt zum Ritter nicht ganz so gut. Wobei, es kommt drauf an, Kopfschaden. Vielleicht im späteren Spiel? Na, wenn man dann so der Anführer ist und nicht mehr mit seinen Rittern so 1:1 mit Lanze in den Kampf reitet. Mal gucken. Tschüss. Tschüss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Im Übrigen, danke für die Definition von grausam unter dem letzten Video. Du weißt schon, wen ich meine. Ja, genau dich. Danke dafür. Nee, Spaß beiseite. Fand ich cool. Fand ich echt cool. So, wir haben das nächste Pair nachgewonnen. Was haben unsere Begleiter? Die haben Schwerter, ne? Ja, die bleiben auch auf Schwerter. Ich werde jetzt so ein Pair nachverkaufen. Immerhin 1200. Haben wir hier irgendwas Schönes? Ich hätte halt... Nee, Schilde kaufe ich mir, glaube ich, hier nicht. Wisst ihr warum? Aus einem relativ... Guck mal. Ah nee, wait, das ist ja... Sie ist ja wirklich eine Frau. So. Was sagt ihr? Also immer plötzlich ein paar Brüste gewachsen, Mensch. Das passiert halt mal. Und ich zeig mein frisch rasiertes Bein. Gut, jetzt OnlyFans folgen, Kappa. So, 1200, sehr schön. Was wollte ich gerade sagen? Ja, nee, also ich finde sowas immer relativ
cool, wie ihr auch in den Kommentaren mittlerweile mitfiebert. Das macht Spaß. Das bringt das Ganze auf ein anderes Niveau, auf ein anderes Level. Vielen Dank dafür. So, gehen wir mal nach Revel. Revel. Da ist leider nichts. Schade. Irgendjemand in der Arena? Nee, auch nicht. Handel. Irgendwie eine schöne Waffe. Naja, hat eine Zweihand-Axt. Eine Troschini-Klanze. Oh, die ist nicht verkehrt, weil die kannst du vor allem einlegen. Aber ganz ehrlich, kaufe ich mir jetzt wirklich für 1000... Wie viel habe ich? 5300. Wisst ihr was, die kaufen wir. Die ist zwar kürzer als meine, aber jetzt weiß ich wieder, wie das war. Speerabstützen war für die Infanterie wichtig. Ja. Und für uns ist Lanze einlegen. Also wenn wir mit einer Lanze kämpfen. Wird tatsächlich für mich mal komplett neue Erfahrung nicht. Ganz am Anfang oder damals in Warband habe ich gerne mit eingelegten Lanzen gespielt oder mit Lanzen an sich. In Warband spiele ich, wenn ich mit zwei Handwaffen kämpfe, also mit Stangenwaffen natürlich, kämpfe ich tatsächlich lieber mit Schwungwaffen. Also sowas wie das Rasiermesser, die Klefe, sowas in der Art. Finde ich persönlich irgendwie, weiß ich nicht, macht mir ein bisschen mehr Spaß, wisst ihr? So, die brauchen Kampf beim Hilfe gegen Räuber. Haben wir leider keine Quest für das Versteck. Naja, ist ja egal. Komm, wir machen das Versteck natürlich trotzdem. Ist ja gar nicht die Frage. Gut. Warten wir kurz. Und dann machen wir noch das Versteck. Die Bergbanditen. Ich bin so froh, dass die nicht alle rauskommen. Guck mal, da sind drei Truppen drin. Also die würden uns schneller wegmachen, als wir gucken können. So, wen nehmen wir mit? Die Feldwebel auf keinen Fall. Wir nehmen Kara noch mit. Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit, den Fußtypen, den Schwertkämpfer, die zwei Schützen, die Rekruten lassen wir zu Hause, weil wir jetzt nicht einfach irgendwoher Rekruten kriegen. So, und das soll so passen. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir denn eigentlich noch von... So, die Lanze kann mal weg. Was brauchen wir denn eigentlich noch mal derzeit noch an Begleitern? Wir haben einen Heiler. Wir haben einen Speer. Ein Quartermaster brauchen wir auf jeden Fall. Ein Quartiermeister. Den Ingenieur, der ist ja später für die Belagerung zuständig. Finde ich tatsächlich gar nicht so wichtig. Angriff! Schlag ihn! Hier, mit vereinter Stärke. Ich habe den Kill gekriegt. Nee, doch nicht. Aber ich habe das Level abgekriegt. In Taktik. Hä? Pass auf. Ey, wie schnell. Siona ist ja ach, das ist die Speerin. Ja, ja, klar, die ist natürlich schnell. Ich wollte jetzt schon gerade sagen, wie schnell ist denn Siona? Ihr folgt mir jetzt mal bitte nach. Immer mal wieder sehen, wenn wir selber noch so langsam sind, dass wir die Jungs und Mädels immer wieder zurückpfeifen. Nicht, dass die irgendwie in ihren Tod rennen. Das muss nicht sein. Leichenpflastern unseren Weg. 72 Schnittschaden. Naja, der hat halt keine Rüstung im Oberkörper. Oje, oh yeah, Bergbanditenanführer, ne? So, mal wieder die Fragen der Fragen, die übliche Frage in jeder Folge. Spaß beiseite. Die übliche Frage in jeder Folge. Also, kämpft ihr gegen die Anführer am Ende? Duelliert ihr euch? Oder kämpft ihr immer mit euren Trupp alle gegen alle am Ende? Ich finde halt, beides hat seinen Reiz. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, es kommt ein bisschen immer darauf an, wie ich den Run spiele. Wenn ich den jetzt zum Beispiel so als Ritter oder als Kämpfer wirklich spiele, dann kämpfe ich immer gegen ihn selber, weil ich finde, das ist so ein bisschen so ein Ehrending, ja. Und wenn ich einen Händler-Run zum Beispiel mache, habe ich auch schon, werdet ihr hier eher nicht sehen, vielleicht irgendwann mal einen Zusammenschnitt, so ein 30-Minuten-Video oder so, weil ein Händler-Run zeigen ist echt nicht spannend. Spielen macht Spaß, aber ihn zu zeigen ist echt nicht spannend. So, mein Guter. Oh Gott, der ist gut gepanzert. Eieieiei. Also treffen darf er uns nicht. Ihr da! Ja, komm, wir duellieren uns. Was? Oh, ich bin ja gar nicht auf Duell gegangen. Ey, ich wollte auf Duell... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Oh, nö. Unsere Leute sterben weg. Oh, shit. Oh, nö. Ja, ich hab's verdient, dass jemand stirbt. Ach, komm jetzt. Ach, ist doch nicht wahr. Und sogar ein abgehärteter Armbrustschütze. Och, Mensch.
Ja, so kann's laufen, meine Lieben, so kann's laufen. Aber hey, wir haben eine neue Rüstung, das ist schon mal richtig viel wert. Können wir... Nee, das bringt nicht viel. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand die Rüstung geben. Provisorischer Drachenschild, der ist natürlich Dreck, das Schwert ist auch Dreck. Abgenutzt ist, warte mal, doch, abgenutzt sollte besser sein als das, oder? Ja, doch, auf jeden Fall, vor allem, weil sie Infanterie ist. Das Schild ist, nee, das Schild wird bei jedem schlechter sein. Gewickelte Schuhe werden auch bei jedem schlechter sein. Handschuhe sind, boah Gott, das ist halt alles Dreck, bin ich ehrlich. Eieiei, naja. Ja, ihr hört mich gerade nicht ganz so zufrieden, ich weiß auch nicht warum. Ah, ein bisschen ärgerlich jetzt gerade gewesen, ne? Aber egal, Win ist natürlich Win. Und damit sehen wir uns das nächste Mal, ihr Lieben. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.